Hallo Herr Tuchel, Sie haben gerade so ein bisschen von den Grundgesetzen beim FC Bayern gesprochen. Ein Grundgesetz ist auch, dass nach so einem Spiel ein bisschen Kritik am Trainer aufkommt. Lothar Matthäus hat gesagt, er sehe, seit Sie da sind, keine Weiterentwicklung. Didi Hamann hat gesagt, Sie haben es nicht geschafft. Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung. Kann man vorspulen. Okay, Didi Hamann lasse ich dann jetzt mal weg. Ganz generell, wie selbstkritisch sehen Sie sich? Also sehen Sie sich da, wo Sie sein wollten jetzt nach einem halben Jahr Bayern? Welchen Anteil haben Sie an dem Ganzen? Sehen Sie eine Entwicklung? Natürlich kommt Kritik auf, ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar. Dafür unterschreiben Sie bei Bayern, Sie unterschreiben als Trainer bei Bayern, um zu gewinnen, und zwar jedes einzelne Spiel und jeden Titel. Genau das ist es, für was Sie unterschreiben. Es bedeutet für mich auch nach wie vor immer wieder Training, alles auszublenden, nichts zu lesen, auch nicht im Guten, auch nicht das Lob zu lesen und auch gar nicht die Kritik, weil es immer ein bisschen was mit dir macht, selbst wenn du möchtest, dass es nichts mit dir macht. Wir wissen, was wir tun, wir wissen, wie viel wir tun und wo wir stehen. Wir wissen ganz klar, dass wir auch noch besser werden wollen. Das ist alles legitim. Wir wissen, dass wir, und ich an allererster Stelle bin sehr ehrgeizig und sehr selbstkritisch mit mir selber. Ich nehme Niederlagen sehr persönlich und auch fange an, mich und gemeinsam im Staff uns zu hinterfragen. Natürlich auch nach so bitteren Niederlagen. Wir sind hier, um Spiele zu gewinnen, und vor allem, wir waren hier, um nach Berlin zu gehen. Das ist uns jetzt sehr früh nicht gelungen. Deshalb ist es jetzt schwierig, kritische Stimmen zu widerlegen. Das muss man jetzt einfach aushalten, an sich vorbeigehen lassen und zusammenstehen und weitermachen.